Moin meine geilen Schnittchen, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge von Perfect Heist 2. Bram ist im Urlaub, aber dafür viel besseren Ersatz, ja, mit Jules und Sven. Hallo. Und wir spielen 2 gegen 4 dadurch auf einer Burgmap. Und ich sehe, wir haben einen neuen Charakter. Ja, da sehe ich dich. Swarm. Ich bleib bei altbewährt. Draft Drones. Sponsor 7 Drones that have different weapons and abilities. Drone Repair. Ja, can repair drop. Okay, wir testen das mal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das wird super. Ja, genau. Wir spielen gegen 4. Wir können aber, weil die Map so groß ist, unendlich lang sprinten. Klingt gut. Ja. Ich würde mich beim Spy sehen. Ja, den finde ich witzig, aber ich weiß nicht, wie langweilig der ist. Schwierig auf der großen Map, aber mach, was du willst. Okay, alles ja, klar. Du siehst halt so wenig. Das meine ich. Hm. Egal, aber ich sehe die. Pass auf, ich mach ja, das. Ich carry uns. Okay, ja, musst du wahrscheinlich auch, weil ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier gleich mache. Ja, das passt schon. Ich habe eine Wrench nur und Drone Remote. Ich habe nicht mal eine Waffe. Oh. Heals Friendly Gadgets, okay. Das heißt, ich könnte Friendly Gadgets. Kann ich dann den Turm reparieren von dem Turm-Dude? Yeah. Eine neue crazy Map, eine Burg, das wird jetzt ganz wild. Wir haben heute ja, wie in der Mod schon gesagt ist, zwei noch nicht ganz so erfahrene Perfect-High-Spieler dabei, die vielleicht trotzdem geilere Moves machen als wir. Jules, was würdest du gerne mal machen? Aber viel Glas. Also ich fand tatsächlich jetzt den guten Al Capone gerade in der Proberunde recht lustig, weil er diese Tunnel bauen kann. Oder ihr habt das ja öfter schon gespielt. Macht ja, das ist ganz praktisch auf der großen Map. Draußen auf jeden Fall, da wirst du den, glaube ich, gut platzieren können. Also, ja. Dann lass uns das doch gerne aus. Ich brauche nur jemanden, der mir dann so einen Tresor öffnet, wo wir dann so einen geilen Tunnel reinbauen können. Ja, genau, das ist noch so die Sache. Was haben wir vor? Weil, wie gesagt, Glas haben wir, glaube ich, nicht viel, deswegen ja, was kaputt machen. Also ein Reacher nehme ich mal. Tech vielleicht probieren. Dann haben wir auf jeden Fall einen, der den Tresor aufmachen kann. Und die Drohne ist, glaube ich, auf der Map sehr hilfreich. Oh, das glaube ich ja auch, ja. Gerade wenn das Geld hart verstreut ist. Ich nehme auch noch mal einen, der irgendwie. Aber das heißt, wir bräuchten kann, auch ja. den Tech, hä? Ich habe den nicht. Sepp gerade gesagt, dass er den Tech nimmt. Entschuldigung. Ja. Kannst du was nehmen, Peter, was sehr distracted, also sehr ärgert? Also ich würde gerne einmal ausprobieren, hier auf dem Dach zu spawnen mit dem Agent, weil das Dach so schwierig zu erreichen ist. Und das könnte der große Vorteil sein, da schon ganz früh drin zu sein. Soll ich dann eher in Richtung Distractor gehen oder auch die Vaults aufmachen können? Nee, Peter. Auch die Vaults aufmachen können. Ja, aber du nimm den und dann machen wir direkt Feuer und dann kannst du oben direkt in den Tresor rein. Der hat doch diese Feuertür. Ja, machen wir. So, wir machen direkt Feuer von Amazing Fun ist links. Ich gehe zum Amazing Fun, Freunde. Die Frage ist, wo muss ich da nochmal hin? Freunde, wir haben was übersehen. Oben an dem Tresor, ganz oben auf dem Dach, da oben. Wir haben was übersehen. Ja. Vom Start aus, wenn du Richtung Amazing Fun gibst, es gibt nicht nur eine Schleuder von der Burg weg. Oh, bleib mal da oben und siehe mich. Es gibt eine Drohne, glaube ich, von denen. Peter, ich komme zu dir. Pass auf, jetzt. 3, 2, 1. Abflug! Leute, ich sehe dich nicht. Ah, da habe ich dich gesehen. Ja. Hier ist einer. In der Halle. In der Halle ist einer. Noch, ne? Ja, ich bin drin. 10, in der Halle ist einer. Die haben Jules, so schwer wird das nicht. Ja, Alter. Ja. Geil. Leute, die klingen wie die klingen wie die, die heißen wie die sieben Zwerge. Als ob. Ich sehe den Namen nicht. Lol, das ist ja witzig. Okay, kannst du die jetzt alle einzeln durch die Gegend bewegen? Ja! Was? Das ist ja todesgeil. Okay, ich hab keine Ahnung, was ich damit machen kann. Ja, eine Stunt, die kannst du vielleicht vor so einem Tresor oder so stellen. Ich sehe dich nicht. Ah, da hab ich dich gesehen. Ja. Hier ist einer in der Halle. In der Halle ist einer. Noch, ne? Ja, ich bin drin. 10%. In der Halle ist einer. In der großen Halle ist einer. Ich habe jetzt den ersten Bohrer vor das Auto hier gesetzt. Keine Ahnung, wo ist denn der hin? Also ich bin ganz oben, Sepp. Hier ist nur so ein ganz kleiner Vault. Das kann ja nicht der richtige sein. Okay. Hier fliegt so eine Drohne rum. Das ist nicht meine. Oh ja, stimmt. Das ist die von denen. Ja, die wird wahrscheinlich auch schnell abgeschossen, ne? Ja, das ist ja mega cool. Grumpy. Grumpy ist High Firepower. Okay, ich geh mal so. Nopi. Heights nearby money. Moin. Wo sind die? Kommt hochgeflogen, meine Freunde. Sleepy, can't shut off. Alter, das ist komplett verwirrend, Alter. Ja, geil, das ist die nächste. Ja, einfach so viele Drohnen. Wählst du die einzeln durch? Ja, ich muss die einzeln durchwählen. Das ist todesanstrengend. Hier fliegen mehrere Drohnen rum, die sind so farblich markiert. Die kann auch schießen, oder?
Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, eine neue Klasse. Bei mir das steht ist eine neue einer Klasse, beiden, den kenne ich nicht. Ist jetzt aber nach links in die der Richtung gegangen. Der hat so gegangen. Bunte Drohnen. Und ist wiedergekommen. Der ist in der Haupthalle. Ja, Peter, genau. Du müsstest irgendwo so einen Innenhof haben, wo auch so Glas unten ist. Vielleicht da hinten bei dem Vault, wenn das nicht der oben ist. Ja, das steht muss jetzt ich jetzt bei mal mir rausfinden. Okay, sah aus, als wäre hier der Typ gerade schief gelaufen, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ja, schief ist egal. Ja, okay. Ich bin komplett überfordert. Ich sag es, wie es ist, ne? Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich kämpfen kann. Warum starrt er mich so an? Ah. Du bist ja tot, ist Fischi. Ist es nach links, ist er links zum richtigen Chris gegangen? Ja, bei mir ist einer. Hab Geld runtergeworfen. Oh, komm zurück, komm zurück. Der war hier, ist nach oben gegangen. Auf die obere Etage, die werfe ich nochmal einen weiter runter. Ich kann es aber holen mit der Drohne auch. Hier bei mir ist einer. Ja, okay, ich habe es ganz runtergeworfen. Überall Drohnen platziert, dann gehe ich das holen. Lohnt sich das? Bei mir ist er. 6.000 Euro. Ah, let's try. Ich nehme es mal mit. Okay, Jay wusste aber, wer ich bin. Ich frage mich, ob das mit den Drohnen zusammenhängt, weil ich habe so noch nicht viel gemacht. Einer ist auf der Brücke. Weiß er nicht. Oh, ich habe einen gesehen. Frag mich, ob die... Wo? Ich habe einen. Ja, bei mir hier. Ich komme zu dir, ich darf hier nicht aus den Augen verlieren. Ja. Oh, ich beeile mich. Grumpy, folgt mir. Wer von der denen? Der da. Warte, hier, hier, der hier. Na gut. Ja! Yeah. Ich sag doch, Jules kriegen guter Call, guter Call. Hier. Okay. Kommt hier, ich hab Feuer gemacht, der kommt jetzt löschen. Such noch diesen Geheimgang. Peter, ich versuch dich zu leiten. Ich kenn das ja. Da genau, da dieser Innenhof. Nee, du musst einen höher. Du musst hier aufs runter. Dach. Hier aufs Dach. Warte, warte, wie viele Drohnen sind denn hier? Hier hoch, da hoch. Ist und dann ist hier der Innenhof. So, wo ich jetzt bin? Ja, und da ist die Feuertür. Ah. So, und dann muss einer vielleicht für ihn Feuer machen. Diese Drohnengeräusche auch. Ey, die ganze ich weiß doch, ich weiß. Das ist ja super. Ich lieb's. Ich raff halt nur noch nicht so hundertprozentig, was ich hier machen kann. Und wie die fighten. Ich habe auf jeden Fall meine 7 Zwerge verteilt. Bashful muss ich nochmal bewegen. Komm, Bashful. Stunfield while standing still. Komm, Bashful. Ich werde jetzt einen Vault aufmachen. Wie viele Drohnen sind denn hier? Ja, welchen Vault machst Drohne du auf? Ich versuche den hier. Aber hier sind so viele Drohnen. Was machen die, wenn die mich sehen? Ich versuche mal Feuer zu machen, Peter. Mach mal jemand Feuer. Ja, perfekt. Habe ich. Sehr... Sicher, dass du Feuer gemacht hast? Ja, das dauert kurz. 3 Sekunden. Wollte, du hast nicht mehr viel Leben. Ja, 10% nur noch. Ich habe keinen Donut gefunden. Ich mache jetzt den Tunnel, nämlich ganz oben an den Tresor. Put out nearby fires. Oh. Oh, geil. Jetzt mal den mal ich hab die Tür gehört. Da kommen sie angeflogen. So. Ach, oben sind wir eine Tür. Alter, bist du das? Lol. Hier ist irgendwo Feuer. Werden. Wo? Ich hab's, weiß nicht. Ja, ich sehe es. Ich hör's unter mir. Ja, puts out fires. Komm, mach Feuer aus, Kollege. Sneezy! Also mach einen leer, Peter, und schmeiß das Geld dahin und dann rennst du weg. Schmeiß das Geld einfach aufs Dach. Ich mach in der Zeit schon mal PCs. Habt ihr gehört, der Tunnel ist jetzt ganz oben an dem Tresor. Das heißt, da können wir gleich so hin, weil so schnell kommen die da auch nicht hin. Na, ganz oben an dem Tresor? Ganz unten den Tresor habe ich aufgemacht. Ja, oh, die konnten gerade durch die Kamera gucken und haben mich wahrscheinlich gesehen. Okay. Meinst du, dass die auch an war? Ich hab mal ja, ich hab das Blinken gesehen. Wo kommt einer ist im Tresor, einer ist im Tresor. Okay, wo? Weiß ich nicht, ich kenne die Tresorpunkte noch nicht. Okay, markier mal. Kannst du markieren? Du kannst mit mittlerer Maus das markieren. Ach so. Na, Kamera. Scheiße. Ich eis dann mich selber! War das hier in dem? Ja, welche? Die Fenster gehen kaputt? Gehört? Ich komm hier gar nicht rein. Die können. Sepp, du musst gleich mal gucken, ob die vor meiner Tür campen. Ich ja, versuche jetzt mal was. Ich werde mal die Bombe von draußen holen und dann zurück in den Tunnel direkt gehen. Und dann das draußen sprengen. Ist keiner. Okay, dann werfe ich hier direkt das Geld hin. Muss kannst du mit der Drohne abholen. Noch, ne? Ja, perfekt. Kann ich. Ah, hier draußen bei mir fliegt eine Drohne rum. Ist aber jetzt relativ weit weggeflogen schon wieder. Ja, vielleicht war mal meine. Ich habe ja auch eine. Nee, das war diese Geld bunte von Jay. Das war diese bunte von Jay. Ich bringe mal eben weg. Okay, nice, Peter. Yes.
Ich habe gar keine Ahnung, wie ich damit am besten spiele, ne, mit diesem Charakter. Gar keinen Plan. Ja, kann ich dir auch nicht sagen. Einer auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach. Ja, auch die Kamera. Ja, das ganz, ganz ja, hoch. Bin ich auch. Ganz oben gehe ich jetzt den Tresor. Oh, einer ist Insider. Einer ist Insider. Sprengt. Oben auf dem Dach, Peter, wo du gerade warst. Der ist Insider. Lol. Genau da. Ich bin ganz der kommt hoch, der kommt hoch zu euch. Der Insider kommt hoch zu euch. Knallt ihn ab. Scheiße. Da links unten ist er. Da links unten ist er. Ich markiere euch den auf dem Dach. Meinte gar nicht mich. Okay, perfekt. Ist wieder runter. Ich mache den Tresor leer. Was für ein Insider. 33.000 habe ich rausgeholt. Okay, kann ich euch. Bei 26.000 habe ich direkt zurück. Er hat mich gekillt, er hat mich gesehen, wie ich vom Dach kam. Bombe. Einer steht immer noch komplett auf dem Dach, ganz, ganz oben. Ja, ich komme da leider nicht hin. Auf der höchsten Spitze. Ja. Zwei Stück auf dem Dach. Bin tot. Stehen zwei auf der höchsten Spitze und gucken runter. Komme ich mit meiner Pistole nicht weit. Hab Peter erwischt. Und kam. Oh, schnell, schnell, schnell. Ja. Hast du da Geld? Shit, der ist unten beim Geld. So, ich habe 26.000 weggebracht. Das heißt, jetzt nice braucht man nur noch 28. Ja, 33 noch, liegen im Keller. Okay. Ja, ich guck mal, ob ich von hier oben noch mal was reißen kann, tatsächlich. Müssen wir einfach nur ein bisschen Geld einsammeln, ne? Hier draußen steht er noch auf der Brücke. Der hüpft jetzt in den Burggraben. Hier noch wieder zurück. Rund. Im Knast ist einer, ganz unten. Oh. Im Knast? Der hat mich gespawnkillt. Ja, ich hab ihn aber weggeschossen. Heilige Scheiße. Ach, du hast ihn weggeschossen, okay. Ja, ich hab 50 Leben noch. Ach, weil ganz unten auch ein Tresor ist. Grumpy suck balls, Alter! Wichtig mal schneller hin. Im 72. Hier liegt auch Geld. Einfach. Wo, markier? Ganz unten vorm Tresor. Warte, hier? Wo okay, unser Spawnpunkt ist, ganz unten. Ich versuch hin. Dopey, komm. Das könnte aber auch. Feuer wäre nochmal praktisch, damit man reinkommt. Ich kann ja dir nochmal Feuer legen, wenn du möchtest. Was Warte. Machen die ganzen der Insider ist hier, oder? Weil ich komme auch anders rein. Also, es gibt halt einen Insider, das ist schon mal Arsch. Ja, das ist das, was Sven, der war im Keller und bewacht jetzt wahrscheinlich das Geld, was ich da liegen gelassen habe. Mit Sicherheit. Wir sollten nochmal andere Sachen aufmachen. Ich kann nämlich nearby Money damit verstecken. Ja. Hier bei mir, genau, ja. Ashful, ne, Dopey, komm. Das ist ja geil. Ich lieb's. Wo ist Dopey? Dopey bewegt sich nicht. Oben nein, jetzt kommt er. Oh, über uns. Ich hab Dopey, wo läufst du lang? Also Wegfindung ist komplett am Arsch. Feuer hab ich. Weil ich stehe doch jetzt über dem Tresor hier. Ich kann ja da nicht öffnen, blöderweise. Versucht mal auch einfach offenes Geld zu nehmen und aus dem Fenster einfach zu schmeißen. Bitte. Bin dabei. Weil dann kann ich das mit der Drohne einfach einsammeln. Falls wir jetzt das nicht mal so hinkriegen. Okay, 5K sind runtergeworfen. Ach, scheiße, ihr habt ja auch schon alles rausgenommen. Am besten vorher zusammenmogeln. Ja, das geht. Tut mir leid, das hat leider nicht geklappt. Nicht. Nochmal 4K. Dopey weiß überhaupt nicht, wo er hin Feuer muss. Über uns. Sneezy, komm. Dopey ist komplett am Rumbacken. Natürlich ärgere ich jetzt mit der Kohle dann. Junge, ich weiß nicht, wo das Feuer ist. Hier geht alles grob drunter und drüber. Ich guck mal Kamera. Weil ich muss jedes Mal neu fliegen. Wieder der Vault, der hier ist, den mach ich mal auf. Ne? Ja, das finde ich gut. Ich versuch mal hier ein bisschen die Automaten jetzt. Ja, entweder von außen, ich bin... Ja, von außen, also, wo bist du denn? Warte mal, ich bin auf der anderen Seite. Du bist auf jeden Fall auf der falschen Seite. Das ja, hier ist ein Eingang unten. Oh, der hat den falschen abgeschossen auf jeden Fall. Den falschen vor mir abgeschossen. Oh nein! Nice, Jules, guter Bait. Oh, oben ist gerade einer durch eine Wand in den Raum gegangen, durch einen Schrank. Ah, das ist der Geheimgang, den Sepp mal meinte. Ja. High Firepower. Ja, was bringt mir die High Firepower? Can't move, wie can't move? Lassen wir die Kohle jetzt unten liegen? Oh, ich hab einen. Wo ist er? Oh, ich bin dead. Ich hab falsch geschlagen.
Scheiße. Oh, okay, Mann. Also der Typ mit den Drohnen ist für den Arsch, ey. Da komme ich gar nicht mit klar. Das ist, oder die Map ist zu groß. So, das heißt, ich selbst spiele fürs Gegnerteam. So, ich hatte 6000. Christian, komm doch jetzt mal hier rüber. Ja, ich mache jetzt hier Feuer und Schnee. Also, ich habe jetzt ein bisschen Geld abgegeben. Wir brauchen nicht mehr viel, Leute. Kann ich Geld auf die Brücke runterwerfen zu euch, ja, oder so? Ich bin gerade ganz. Ich kann das alles einsammeln, wenn du viel hast. Ja, nee, ich hab 6000. Dann geh doch durch deinen Extract. Wir kümmern uns mal um anderes. Ja, ich hab den Extract umgesetzt. Man kann ihn anscheinend nicht nochmal woanders hinsetzen. Ich bin wieder jetzt nur oben im Dingens. Aber wir haben ja. So, ich versuche jetzt damit rauszukommen, never mind. Dann lasse ich die Kohle unten jetzt liegen, ne? Ja. Geht ja nicht anders. Oder kannst du Kameras noch gucken? Ja, ich hab Kameras gucken, aber die haben ja eh sofort. Ah, ja, ich seh's. Ja, ja. Nimmt er die jetzt da unten? Ah, hier steht noch deine Drohnen hier noch rumfliegen. Ich hab keine Ahnung, wo die gerade sind. Also, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, noch die 7000 kriegen wir wohl hin. Ja, 6k habe ich. Ich guck schon. Ich hab auch 6k. Hier. Ich gehe jetzt über den Tunnel weg. Du bist einfach über 5k drüber gelaufen. Ja, hey, wo führt mich denn der Tunnel hin? Sag ich ja, der Tunnel ist gerade richtig mit Schugge, da kannst du nicht reingehen. Ja, ich wusste nicht, dass es so funktioniert. Okay, wir brauchen noch 2000, Freunde. Da kriegen wir hin. Ich bin rausgesprungen. Ich hab auch 6000. Ich renne, lass mich. Ich brauch diesen Moment. Ich brauch diesen Siegesmoment. Hier. Weiß ich nicht. Und jetzt schnell abhauen! Christian richtet sie abhauen. Alle abhauen! Ja! Ja. Oh, das wild. Aber was macht diese Endlich Drohne? Die hat nicht mal was im Leben. Ja. Ey, ihr habt eine neue Klasse, Hallo. Oder? Ja, wir haben den Drohnenmeister. Ich habe 7 Drohnen. 7 Drohnen, die verschiedene Fähigkeiten haben. Einer kann Wasser ausmachen, der andere kann stunnen, der andere kann schießen, der andere kann Money verstecken. Ja. Die klingen wie die. Das sind die 7 Zwerge. 7 Zwerge. Dopey, Happy und was weiß ich, wie die alle heißen. Super funny, aber komplett beschissen. Okay, also gar, du hast halt nur diese Ranch, mit der Angst kämpfen kannst. Und hab deswegen ja, das glaube ich, weil ihr halt nicht wisst, was die können, aber die sind halt eher Schmutz. Also okay. Ich kam mir zumindest, die kommen nicht, kein Wegfindung aktuell, das ist noch eher so, Okay, verstehe. Aber es ist funny, mal zu testen. Na cool. Spaß. Okay, ich möchte nochmal die Vault Crackering probieren, weil damit kann ich bis nach ganz oben und direkt den Vault aufmachen und das hätte ich schon Bock drauf. Soll ich El Capone dann nehmen für den Tunnel? Oh, den habe ich gerade genommen extra wieder, also nichts dagegen. Oder, hast du genau, das würde ich halt machst jetzt auch mit Peter. Dann macht ihr beide das, genau. Und Christian, also oben würde ich ohne Tunnel aufmachen, also es wäre geil, wenn, also ich... Ja, nutzt den Tunnel woanders, da kein Problem. Ja, aber ich dachte, du gehst rein. Da kannst du ja raus. Machst den Tunnel und oben ist ein Vault, der, ich weiß nicht, wie viel da drin ist, der ist wie ein Tresor. Da kann man nicht rein. Drin. Also Firefighter könnte uns eine Menge bringen, auf jeden Fall. Wenn du den nicht willst, was willst du spielen? Ja, ich hätte den mit den Kameras genommen, der so extra Kameras aufstellen könnte. Ja, nimm du den. Weil ich hänge eh sehr gerne in den Kameras. Ich glaub, dann nehme ich den Firefighter. Wo ist der denn, der Firefighter? Da. Okay, mal gucken, wo ich die hinstelle am smartesten. Ganz oben. Ja, aber ist doch gut, ganz dann oben, kann der doch im Tresor ja den Ausgang packen, Peter. Den hatte ich ja eben gemacht, ganz oben. Ja, das da dann halt, genau, das konnte ich jetzt so schnell zum Auto bringen. Ich hätte mir die Bombe mitgenommen durch den Tunnel. Der ist ja erhöht, schon gemacht, da kann man doch gar nicht rein. Achso, nee, dann nicht. Gehen wir noch vorbei, da wo im Schlafzimmer den Tresor. Ja, doch, ich nehme den Armstieler und nehme kleine Beträge und hol uns Verstand. Okay, dann macht das doch zusammen und Christian und ich machen unten alles auf und kaputt. Ich bin nur super schnell da oben. Ich habe den Armstieler, ich halte schon wieder weg, bevor er überhaupt da ist. Die 7 Zwerge. Hast du gerade so Spots gesehen, wo die viel unterwegs waren? Wo viele durchlaufen? Kameras werden ja selber dann auch nicht zeigen, wo sie sind. Du hast ja so ein riesiges Fenster unten links bei dir, wo du dann halt siehst, wenn da, also hast du die ganze Zeit die Sicht drauf und sobald irgendwo was Sassiges ist, wechselt die Kamera, glaube ich, aktiv da auch hin. Zumindest war das mal so. Okay. Also du hast Waffen, ne? Irgendwer hat hier 3000 schon verloren. Ja, ich spawne damit. Einer von uns startet damit. Ich hab mal direkt hier mit. Oh, oh. Wir hatten Fehler gemacht. Immer was hacken. Oh, Feuerwehrmann außen. Feuerwehrmann auf der... Hab ich gesprengt. Ja, aber der ist nicht gestorben. Der hat das... Der andere ist hier. Außen rum. Der andere ist auch hier in der Lobby. Ja, okay. Aber da musst... Oh Gott, ist die riesig. Ja, die ist groß. Aber dann siehst du wenigstens auch was. Das ist ja richtig geil. Jetzt machen wir immer die Türen bitte zu. Ja. Die grappeln. Ja, ich hör's. Also oben auf dem Dach gucken. Das klingt aber nach alle... Jede Sekunde grappeln. Ah ja. Das klingt nicht richtig. Okay, ich werde schon direkt attackiert von einem Auto. Ja, ich verkaufe einfach. Der eine geht sich heilen, glaube ich, der Feuerwehrmann. Achso, Jules, du wolltest das Ding vor dem Vault machen, da wo du das hattest. Das kann sein. Weil in den Vault kann man nicht rein, aber ja, okay.
Ich hab mal hier den Hebel gemacht. Ich sammle ein bisschen draußen Geld mit meinem Moonshine, weil ich ja den Leuten den verkaufen kann für jeweils 1000. Hier rennen ja viele Leute rum. Ja, wird schon 4000 Dollar eingenommen. Guck mal, wie weit ich damit komme mit diesem Prinzip. Oh mein Gott, die haben einen Dingens Vault-Typen. Vault-Typen? Die haben einen Vault-Cracker. Eine Kamera ist kaputt? Alle Kameras sind kaputt. Ja, dann sind sie deaktiviert. Dann musst du finden, wo der Weg ist. Na toll. Wo ich diese scheiß Box suche. Scheiße, die haben Vault-Cracker. Also ich versuche hier mal unten abzulenken, ne? Dass die auf jeden Fall hier unten... Christian, die werden jetzt hier hinkommen. Ich hab Geld schon weg. Ah, du kannst jetzt schon wegmachen, okay. Ich bin jetzt schon auch bei 10.000 angekommen. Hier ist ein Schwert, hier ist König Arthurs Schwert. Also ich weiß nicht, wer das gedacht hätte, aber die Leute lieben Alkohol. Das Peter, klingt für mich wie eine Marktlücke. Ich habe 34.000 geholt. War Botro oder war Medium hat Jay getötet? Ja, scheinbar. ich weiß nicht, wo der ist. Ich glaube, die ist im Haupteingang. Ich guck mal. Ich hab wieder... Auf dem Dach wieder was? Ich weiß noch nicht, ja, da ist das Dach. Ja, ich bin auch gerade relativ weit oben. Oh, das war ich. Oh, ich hab nicht... Was? Okay. Wie schnell der geantwortet hat und mich gekillt hat. Bullshit. Okay. Ich hab auch gerade gedacht, es wäre andersrum, aber... ich mach mal Feuer. Achso, die hab ich schon. Achso, die haben den Feuer Alkohol verkauft. Kauf doch noch mal Alkohol, Bruder. Ist gesund und für die ganze Familie. Du aber hier. Ich hab noch ein Vault gesprengt. Ich glaube, damit rechnet jetzt auch keiner. Zwei Vaults sind schon gesprengt. Oben der ist leer. Richtig, Peter? Hörst du dieses Cracken? Das ist im Hauptraum. Ja, ich bin gerade unten. Ich mach das dir an. Aus. Kameras sind gefixt sofort. Ja. Warte, ich mal für Türen wieder. Wow, ein Auto! Ist an der Wand neben mir eingeschlagen. Danke, ich sehe wieder was. Das ist so krank, ey. Die Map ist so riesig. Alter, die ist wirklich groß. Ach, oh, fuck it. Die scheißen auf Feuer einfach. Der Botrobber also, Medium, der steht hier richtig doof. Ich beklaue hier einfach weiter feuchtfröhliche Leute draußen. Nächster Vault ist auf. Also, ich glaube, die Map ist unübersichtlich für die. Ich glaube auch. Ich glaube, draußen läuft einer mit einem Rucksack rum. Ja, ganz draußen. Oh. Das, ich bin irgend... Was war das jetzt? Was bist du? Ja, kann ich nicht sagen. In irgendeiner Ecke von der Map. Ich sage, hinten rechts bringt uns das nichts. Ich habe einen Vault-Cracker gesehen. Fuck! Ja, die haben halt einen Vault-Cracker. Auf dem Dach ist einer durch den Schrank gelaufen. Der läuft auf dem Dach rum. Ja, also ich glaube, die ist perfekt. Ich bin einfach als nie Unverkleideter vor denen, kann ich einfach fliehen. Echt? Aber ich glaube, das war doch eher so Sway, weil ich erkenne das auch nicht direkt, dann ich es noch nicht aufspiele. Nee, ich bin schon obvious. Ja, gut. Oh, scheiße. Jay hat mich gefunden. Okay, der kam hier gerade durch die Tür, Peter. Sorry. Vielleicht hätte ich dich warnen können. So, vielleicht? Ja, wusste nicht, dass er da ist. Das war ich. Wieder oben durch den Schrank. Zum Kotzen, Alter. Wo ist denn dieser Schrank? Ich hab Peter. Nice. So, wo respawnst du? Im Tresor ist einer. Wo? Karte. Also ich bin jetzt bei 25.000 mittlerweile. Nice. Ich würde das jetzt auch eigentlich so lange machen, ehrlicherweise, bis wir entweder in eine Bedrulle kommen oder bis ich es quasi einfach nur abgeben muss, damit wir gewonnen haben. Also es hilft auch einfach Geld mal hinzulegen, weil wir haben drei Botrobber und die rennen einfach hin, nehmen Geld mit und dann jeeten ja völlig rein. In irgendeinem Tresor. Ja. Der rennt gerade weg, ich sehe es halt nur auf den Kameras. Ipa. Auf dem Dach ist ein Feuerwehrmann, das bist du, oder? Ja, das bin ich. Okay. Es gibt auch einen Untergrund. Jay hat mich gefunden und gekillt, aber jetzt liegen da 26.000 rum. Ich hoffe, einer der Botrobber holen sich das. Oh, wo bin ich denn gespawnt? Holy shit. Oh, Donut.
liegt denn jetzt mein Mula? Da oben. Hey, wieso bin ich denn auf diesem Berg hier oben drauf gespawnt? Das Shit. No! Wo geht denn da die Shenanigans bei unserem Botschwabber? Ich wollte mich verarschen. Ich bin im Berg jetzt hier. Peter, ich hänge jetzt zwischen, Leute. Friend. Ich hab Jules. Sehr gut. Hier liegt eine Menge Geld. Bei mir ist einer hier. Da liegt eine ganze Menge Geld. Stell, kannst du... Nee. Da ist einer mit dem Fallschirm gelandet. Ja, das ist ein NPC. Den können die spawnen. Na, nervig. Feuer, okay, hast du ausgemacht. Ja, ist aus. Stand da drin. Auto, Haupthalle. Ach, das ist doch alleine? Mal fightet, guck mal. Mal. Ich mach jetzt erstmal wieder zu und sammle das Geld in Ruhe. No, und der kann Bot ich dann sagen, ob die sich hier raus? Ihr vorversammeln. Hier bei mir, also der eine Botrobber, der geht richtig ham. Was ist können, mit ihm? Könnt ihr mich umbringen? Was sagst du, Jules? Wie können die dich umbringen? Ihr könnt ihr mich friendly fire oder so, weil ich halt, ich stecke fest im Berg. Nee, ich kann das legit nicht hier raus, das ist richtig scheiße. Ich bin auf dem Berg gespawnt und dann runtergerutscht und stecke ich in der unsichtbaren Wand fest. Was passiert hier? Keine Ahnung. Da ist wieder einer mit dem Fallschirm gelandet. Oh Gott, ich bin runtergefallen, fuck. Wo ist der Voidcracker hin? Oh, dann mach ich mal auf mich aufmerksam. Vielleicht hilft mir einer von den Polizisten. Christian, ist gerade einer vor der Tür? Einer. Ja, bei ich, mir ist einer, aber sonst einer von den Gegnern. Gut, nee, dann gehe ich wieder. Das ich hab meine, ich hab doch meine, ich hab meinen scheiß Tunnel. Gut, tschüss. Wait, kann ich die nicht mehr benutzen? Ich kann aber hier nochmal Feuer machen, damit die dann vielleicht den offenen Vault sehen. Ich höre die ganze Zeit auf wen schießen. Ja, ich höre die auch. Weil die lenken mich ab, oder? Oh, ich hab noch 20% Leben. Safe abgelenke. Kann man eine Kamera drehen oder filmt die jetzt ein? Passt. Ich bin gestorben. Selbst hat mich gekillt. Oben am Tresor direkt. Also sie sind halt, muss man sagen, mit der Größe der Map wahrscheinlich komplett überfordert. Ja, ja, die sind nicht auch. Richtig, die ist auch echt groß. Die Map, ich verliere auch die Übersicht. Komm schon, erschieß mich, ja bitte. Alter, du musst auch treffen. Danke, Jay. Boah. Was war denn? Ich hoffe, ich spawn nicht wieder auf dem Berg. Nee, bin ich nicht. Ah, oh, das ist doch schön. Dann gehe ich mal kurz mein Geld da holen. Die sind im Tresor. Zwei Leute mit Hut und ohne Hut. Im Tresor stehen zwei. Sind jetzt wieder rausgerannt. The fuck? Ja, hallo. Bist du? Was kommt da jetzt gefahren? Oh, hier oben ist einer. Wo ist hier oben? Da, wo ich markiert habe. Ist gerade aufs Dach gelaufen. Ah ja, danke. Jay geht zum Geld. Der ist jetzt auf dem Dach in dem Turm da oben. Der ist in den Kameras drin. Wieso liegen denn da Minen? Achso, lol. Der ist gleich wieder tot. Der ist hier oben. Stimmt. Den kann man anschießen. Den mit dem Trenchcoat, der ist low HP. Ich brauche mal noch irgendwoher 2000. Also, ja. Wir brauchen noch 19. Ja, okay, ich bring die schnell weg, ich bring die schnell weg. Komm, komm. Power Rangers, yay! Wir haben auch keinen Zeitdruck. Keine Chance. Okay. Map ist riesig. Okay, wir sollten das Geld safe hochstellen. Ich glaube auch, dass wir das Geld... Wobei, wir haben jetzt da viele Vaults auch leer gemacht, ne? Aber trotzdem haben wir das Geld hochstellen. Hallo. Ja, auf jeden Fall das ist Geld eine große Map, oder? Danke, dass du mich aus dem Felsen befreit hast, Jay. Ach so, ich hab dich befreit da. Ja, du ich bin einfach reingeglitscht. Okay. Okay, stellt mal das Geld ein bisschen höher. Ja. Ja, das ist nicht das Problem. Jay hat gegen NPC verloren einfach. Ja, wieso hat ich denn NPC eigentlich gekillt? Fand ich auch krass, weißt du, weil ich schon gedownt wurde von dem Feuerauto. Ah. Von dem Explosionsauto und dann hatte ich halt kein Leben. Man weiß halt, ja. Ah. True. Okay. Okay, was für eine Shenanigans können wir machen? Ja, wir müssen auf jeden Fall Vaults öffnen, anders kommen wir da nicht dran. Ja, das stimmt. Wir spielen drei Ninjas und ein Engineer. Aber dann würde ich aber auch noch irgendwie Mechanic machen, weil... Aber wir haben vier Leben.
Also der Ziel ist ja, mit dem Bombenbuggy den Vault aufmachen und dann mit der Kiste rein, alles Geld sammeln und sich immer zur Kiste machen, wenn einer kommt. Kann man ausprobieren. Klappen. Und dann einfach als Kiste über die Map abhauen. Das halten wir davon, wenn wir Geld printen und das höher stellen, alle 20 Sekunden. Kann man machen. Ich hole jetzt Sheriff, damit wir Verstärkung kriegen, wenn wir Kills holen. Das klingt auch gut. Also das ist halt nur ein nicer... Wer ist das? Heißer Tropfen? Nee, Tropfen auf dem heißen Stein. Also, ja, ja. Nicht so ein Freund von dem Fat Sherman, den finde ich eher schwach. Aber Bodyguard. Nee, ich. Solange du Marie Curie nicht spielst, ist alles egal. Nee, das habe ich schon mitbekommen. Jules, das Ninja heißt, ich nehme auch noch. Ninja ist der Karton. Ja, ich suche gerade der Karton. Hab ich welche Maske nehme ich am besten? Das ist egal. Die vorausgewählt ist okay. Das ist egal. Das heißt, ich fahr euch die Vaults öffnen. Mhm. Ja. Wir müssen erstmal dann zu Fuß zu einem gehen. Bisher hatte ich genau einen Grappling-Hut jetzt hier auf der Map. Mal gucken, wie wir überhaupt... Achso, warte mal. Wo gehen wir rein? Genau. Okay. Können wir irgendwo besser rein? Oh, der SWAT ist auch geil. Kann die Umrisse des Charakters durch Wände hindurch sehen. Ja, ist schwierig zu deuten, finde ich. Aber try it. Probier mal. Ja, I try. Ja, aber Chris hat gerade auf Westwood gewechselt. Chris gerade noch einfach durch. Weil über Maingate, finde ich, kommst du, die rennen immer am Anfang in die Main Lobby und das da stimmt. Kannst du musst springen, um da so ein Business-Typ umzuhauen. Stimmt schon. Ja, da sind sie auch schon, das ist vollkommen einer. Recht. Oh, aber die anderen Eingänge sind auch nicht besser. Werfen. Nein, Neustart, nein. Ja, ich verstehe die Problematik. Ja, ist ja nicht schlimm, aber da vorne kann ja gleich einer als Kiste einer rein, weil ich mache jetzt hier sofort auf. Ja. Machst du immer die Türen zu? Ja. Please, danke. Die Sicht ist ja insane. Ist halt nicht, wo die starten immer, ne? Das weiß ich auch nicht. Ich geh erstmal nach oben, damit man vielleicht da auch eine Etage besser mehr was sieht. Okay, ich hätte auch nicht hier spawnen sollen, weil du musst... Es gibt sonst keinen Weg über diesen Also Raum. Der unten ist schon mal auf. Das heißt, ich drück X und bin eine Kiste, ne? Das wäre das, ja genau. Sepp ist jetzt auch einfach drüber gesprungen. Ich weiß nicht, ob die das in der Kamera gesehen haben, Sepp. Das ist gerade mit der Kamera umgezogen. Ich muss jetzt einfach nach oben. Okay. Also, ne, der findet mich jetzt nicht wieder. Ich versuche jetzt zum anderen Vault zu kommen. Die gucken durchgehend hier in die Kamera, frecherweise. Ja, weil die darauf warten, dass die da reingeht wahrscheinlich. Haupttresor, oder? Ich kann es nicht zuordnen. Wirklich. Ach, da oben rechts in der Ecke. Okay. Wie komme ich denn da hin? Ich mache mal schnell die Kamera kaputt. Mach ich mal schnell sofort, kaputt? Ja, okay. Boah, Digi, ich habe auch Kartoffel-M gerade. Mal, hier ist ja überall Fire-Exit. Ich komme nirgendwo anders rein. Machst du denn hier unten den Tresor, Peter? Soll ich das machen? Ich denn jetzt ich weiß hier nicht, wo gerade die Bösen sind. Frage. Schöne, das Auto. Oh mein Gott, der ist oben auf dem Dach, ist einer auf jeden Fall. Der hat mein Auto kaputt gemacht. Nehmen uns die Kameras alle weg, ey. Häng ich gerade eh nicht drin. Guck mal, ob der Tresor unten noch am Start ist. Ja, unten ist noch am Start. Einer, nee, nevermind. Komm, Jules, wir gehen hier rein, let's go. Okay, ich muss durch die Haupttür kommen. Einer kann also ja draußen als Kiste aufpassen, der andere kann, Das wäre gut, Jules. Oh, hier ist einer drin! Oh mein Gott! Oh wow, ich dachte, der wäre hinter uns. Ich dachte, der, sorry, ich wollte gerade sagen, hinter uns ist einer, okay. Ja, nein, der Main Lobby. Mal Stress gemacht. Kann ich mich als Kiste katapultieren lassen? Das ist jetzt was wir rausfinden. Peter? Hm. Oh, erste Verstärkung am Start. Feuer. Ich sasse gerade. Oh, jetzt steht der hier in der Ecke. Mann! Alter, ist das schwer. Dauert das mit dem Teleport? Ja, dass er dich oh schießt, mein Gott, dauert ein bisschen. Ich fliege als Kiste, let's go! Scheiße, jetzt als Kiste im Tresor. Ich glaube, es ist gut. Gerade in der Jules, wenn du Geld auf dem Rücken hast, einfach in die Kiste verwandeln. Ja, dann doch, okay, hast du das Geld in der Kiste. Das geht. Okay, perfekt. Das geht. Ja. Wir haben jetzt auch einen Kopf. Hier ist einer Security. Wir haben einen Cop-Bot, das ist ein bisschen doof. Der will nicht aus der Lobby raus. Haben die Kameras kaputt? Wo haben die das Fenster kaputt geschossen? Bleibt der da jetzt die ganze Zeit stehen? Ich trau dem nicht. Warum steht der da 2 Stunden?
Der steht hier oben. Dritter Tresor gleich auf. Alle Tresore sind auf. Ja, ich mach weiter. Da kommt jetzt sofort Jay hingesprintet. Ach, man kann sogar als Kiste looten. Das ist ja, ja geil. Ja. Ah, guck mal. Wo gehe ich als Kiste hin? In den Vault unten? Oder wo? Da bin ich gerade schon drin. Da loote ich gerade. Nee, oben dann einen. Einen der beiden anderen oben. Okay. Oh, hinten gibt's auch noch einen Vault. Versuche ich den mal zu kriegen. Ja, ich höre ja auch links einen rumlaufen. Deswegen bin ich also gerade ein bisschen... Jetzt nicht mehr. Hier oben ist einer. Oben am Vault sind beide gerade. Also die Thermalsicht ist ganz geil, ne? Aber was du da alles an Bewegung siehst, ist ja... Ja, deswegen ist sie nicht so geil. Unmenschlich. Ja, perfekt. Dann habe ich jetzt beide hier oben gerade am Vault. Dann habe ich den unteren leer und gehe damit jetzt raus. Gut. Die sind beide hier oben am Vault. Mhm. Dann gehe ich noch unten. Na, aber meint, hier ist einer! Hier ist einer! Nein! Ja, der Bot kommt easy. Ja. Der ist noch neu. Okay, den... Oh, scheiße. Den konnte ich leider nicht... Ja, easy. Sorry. Alles gut, Quatsch. Aber die Kohle liegt jetzt quasi am Haus. Ich versuche mal, dann oberen Vault zu machen. Sehr sassy, wie er sich bewegt. Alter, hast mich erschrocken. Piept denn hier durchgängig? Einer ist unten im ersten, im unteren Tresor. Ups. Oh, Jules. Nice, Botcop easy. Sehr gut. Ich war das. Versuch mal diesen anderen Vault. Wo ist denn dieser? Ja, jetzt ist einer, da kommst du doch easy reingefahren. Wo denn? Durch die Lobby, dann links. Ah, alle und hier. Alle drei hier. Botcop easy, so wie auch Jay und Sven, gucken sich jetzt das Geld gerade an. Also ich stehe an der Treppe. Ich glaube, Jay hat was mit dem Geld gemacht, aber ich weiß nicht was. Wenn er die Klasse hat, der es wegtragen kann, dann. Nee, hat Sword hatte er. Also er guckt doch immer noch aufs Geld. Er guckt, also er bleibt hier einfach stehen, Jay gerade in dem Fall. Botrauber rennt hier auch die ganze Zeit durch die Gegend. Hier ist das ganze Geld von dem Tresor. Das müssen wir bewachen. Willst du das bewachen? Ja, ich bleib hier stehen. Okay. Geh ich weiter. Ja, Jay hat Stress auf jeden Fall. Der rennt hier gut durch die Gegend. Na links, Sepp. Links. Ja, das ist der Botrauber, der die ganze Zeit so komisch durch die Gegend rennt. Nee, Jay auch. Okay. Vielleicht habe ich dann Sven hier unten, der die ganze Zeit das Geld sich anschaut. Okay, unten, der Vault ist auch offen. Jo, ich geh rein. I'm going in. Geh doch nicht rein, da kommt nämlich eine Bombe an. Sven ist tot. Ich hole mir schnell das Geld. Ja. Jules, let's go. Verteidige dich. Renn, okay. Jules! Mach ich! Ich laufe! Nein! Nein, von außen! Naja. Ach geil, der pinkt das sogar. Das ist ja witzig. Der hat beschossen. Unten beim Geld. Dreck. Bin genau auf der anderen Seite der Burg. Ich renn. Ich laufe auch. Habt Jules, da ist das Geld jetzt. Oh, die sind beide hier. Alle drei hier. Oh, kann sein, dass die dich jetzt da suchen, Jules. Mach mal keinen Shenanigans da. Ja, danke dir. Ja, hier ist jetzt, Sven steht jetzt beim Geld. Ich spreng jetzt mal Botcop easy in die Luft. Die sind alle. Ja, alle drei jetzt auf der Brücke hier. Achso, wir sind Jane in die Luft. Okay, die haben meine Bomben-Dingens kaputt gemacht. Christian, kannst du da auch? Hey, hier unten ist einer! Ach, schon wieder Botcop easy! Das ist jetzt kurz davor, also. Er hat mir gerade noch gesackt, sozusagen. Da ist das Geld jetzt von der ganzen. Ja, ich seh's. Von dem ganzen unteren Tresor. Ja. Wenn jetzt mich zu zweit wegballern, ist das Geld weg. Ja, das ist richtig. Aber eine andere Wahl haben wir nicht. Jetzt regnet es. Kann man hier raus, Christian? Pass auf. Weiß ich nicht. Ich wollte da einfach nur hin, damit ich bleib. Kein Problem. Die Kiste fliegt nicht so gut. Da, Jay. Oh, du kannst warte mal, könnt ihr Feueralarm machen? Hier ist irgendwie... Horst, sind es... Irgendwie gibt's den Ausgang über... Feueralarm unten aus dem Keller. Wenn einer Feueralarm machen könnte, wäre mega. Ich muss mich gerade heilen. Ich kann auch nicht... Ich bin gerade Geld weg. Ich kann mich aber nicht heilen an der Ambulance. Das wäre doof. Ah doch, hier oben kann man versprengen. Also Sven ist auch bei dem Geld geblieben, FYI. Ich würde die... Leute, hier ist auch Geld. Wieder das scheiß Auto. Unterer Tresor... Oh, der untere Tresor ist geöffnet. Ich hab beschossen. Oh, wo? An dem Geld, hab ihn.
Jules, du musst dich heilen. Ich übernehme. Geh dich heilen. Irgendwo im Tresor unten wahrscheinlich oder so. Kann ich auch bei der Ambulance mich heilen? Nee, ich glaube nicht. Schade. So, 30k weg. Hui. Bin down. Sind die vorne am Spawn? Ja, immer noch da am Spawn, genau, bei den 26k. Okay. Ich komme leider am Spawn auch raus mit dem Geld hier aus dem Tresor von unten. Ich mach Feuer. Das ist richtig Arsch. Es gibt einen Geheimgang vom Keller aus, ne? Meinst ja, du den habe ich gerade genommen, aber der führt halt vorne auf dem Dach Feuer zum... Wait, gemacht. Der führt also doch auch die, zu einem... Warte könnte mal, sein, dass der jetzt tickt, Sepp, ne? Ja, was? Jetzt sind die Türen auf. Feuertür ist auf. Okay, bin full life. Nice. Kann wiederkommen. Ja, aber nur, dadurch, dass die zwei Botcops haben, ist die eigentlich ich nehme mal den auf. Anderen Geheimgang in den Keller. Im Horst? Ja, deswegen kriegen die ja komm, geh neuen, mal wieder in den Keller, Sepp. Ich bin im Keller. Hier. Warte. Wo ist hier? Hier, hinter dir. Ja. Oh, sehr gut. Boah, Peter, du bist... Der aber die reiten draußen rum und achten leer, da drauf. Ne? Ja. Ja, kann schon sein. Jetzt haben sie Feuer an. Scheiße. Ja, wo ist mein verficktes Pferd, Alter? Ich rufe das die ganze Zeit, das kommt nicht. Ich höre Feuer, aber sie kann Feuer. Hier kommst du? Ja, komme. Ich weiß, wo ich hin muss. Ja, ich renn. Bin da. Okay. Das Pferd. Okay, die haben 30k, eine Minute nur. Naja, ja, geh du als Kiste hier raus. Mega. Ich glaube, das geht nicht. Doch, das geht. Du kannst das Geld nehmen und dann... Ich bin halt als Kiste klettern, ist ja insane funny. Botcott Easy hat mich als Kiste Easy erwischt. Botcott Easy fand das auch insane funny. Was? Ach komm, was sind das für scheiß Botcott? Da liegen jetzt 31k, Alter. Ja, plus die 33k, plus die 26k. Ich glaube, die 31k wissen die aber nicht, wo die sind. Wir haben noch 30 Sekunden übrigens. Können sich doch safe jetzt nach vorne aufstellen für dich, oder? Die kommen safe zu dritt. Also Jules will mich ja eh die ganze Zeit wegschießen. Gott kommt easy, schießt. Sehr gut. Ach krass, nice. Schlecht. Wie viele Leute haben wir noch so? Euch nein. Beide, also Chris und vier Gegner. Beide. Und euch zwei. Ich cheate gerade, damit wir im Zweifel Geld aufnehmen können. Sehr gut, Sepp. Botcop Easy ist da vorne, ja, das ist alles belastend, Christian. Aber du kannst das Geld noch schnell nehmen da, oder? Guck mal, Jay hat doch gerade den Falschen erschossen. Du musst Botcop Easy einfach erschießen, Sepp. Aber behalt das Geld erstmal kurz, oder? Weil wenn du das jetzt ablegst, dann... Oh, never mind. 40.000. Ne, die müssen jetzt Geld haben irgendwo. Wie lange dauert das, so eine Tasche aufzunehmen? Muss man dann eine Sekunde stehen bleiben? Ja, ne? Na, nicht lange. Was? Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott, Alter, unangenehm. Weil ich gegen ein Auto, gegen den Typen gelaufen bin. Unangenehm. Rechts von dir! Oh nein, Botcop! Alter, das ist Botcop easy. Botcop easy, do it! Ich will nicht erschießen, Junge! Ich hab ihn gesprengt. Okay, das war mega, das Timing war. Okay, Christian, du musst noch irgendwie. Komödiantisch bis zum Gehtnichtmehr. Das andere Geld holen. Ja, Chris hat auch 3k gerade, aber ja, da liegen noch 26 und 12. Dann habt ihr sogar genug. Ich bring weg und du behältst das Geld. Warte, 26 und 12, dann haben wir genug. Nee, uns fehlen jetzt noch 50. Fick den doch, Mann! Das kann nicht wahr sein! Wenn du. Ist egal, ja, wenn du rauslaufen würdest, links die Ambulance, hinter der Ambulance da hinten, die du siehst, da ist er. Ja. Aber habt eh nichts auf dem Rücken, oder? Ja, da ist halt ein Ziel leider. 773.000, ey, scheiße. Ich muss mich zumindest einmal noch umziehen. Ja, das war wichtig. Botcop easy, also ich glaube, Sven sieht dich oh, sehr nice. Gut. Sven ist echt stehen geblieben die ganze Zeit. Camper Sven wird er auch genannt. Dieses scheiß Pferd, Alter. Er lag viel Geld rum. Alles richtig gemacht. Alter, ey. Das war schwierig. Auf jeden Fall. Die Botcop Easys, die waren hart, ey. Ja, so easy waren die nicht. Die Botcops waren übel. Das stimmt. Na, besser als die richtigen Spiele auf jeden Fall. Starke Runde, ey. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt bei Perfect Heist 2. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.